Wir kümmern uns im Bundesministerium für Bildung und Forschung um Zukunft, um Zukunftsvorsorge. Wir fragen, was machen neue Technologien für unsere Gesellschaft, wie verändern sie das Leben der Menschen? Und künstliche Intelligenz ist da für uns ein Riesenthema. Wir sehen rapide Fortschritte in der Technologie. Prozessoren werden schneller, werden Leistung stärker. Wir sehen neue Algorithmen und damit neue Software, die Leistung stärker wird. Und das heißt, diese Technologie verändert das Leben, verändert die Wirtschaft, verändert die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Deswegen kümmern wir uns um künstliche Intelligenz. Seit Jahren fördern wir die Forschung und jetzt geht es darum, Forschung und Anwendung miteinander zu verbinden. In der Plattform Lernende Systeme fragen wir nicht danach, was macht künstliche Intelligenz in einer sehr abstrakten Form. Wir fragen konkret, wie können wir künstliche Intelligenz anwenden in der Robotik, im Gesundheitswesen, in der Gesundheitstechnik, in der Mobilität und im Verkehr. Und für all diese Anwendungsfelder wollen wir in den Dialog treten. In den Dialog mit Gewerkschaften und Arbeitgebern, in Dialog mit beispielsweise Patienten und Patientinnengruppen im Gesundheitswesen, im Dialog mit den Menschen, die am Verkehr teilnehmen. Das heißt, für jedes Anwendungsfeld suchen wir Expertinnen und Experten, mit denen wir reden können, aber auch Anwenderinnen und Anwender oder im weitesten Sinne diejenigen, die von der Technologie betroffen sind. Und hier werden wir für jedes Feld neue Austauschformate finden, neue Dialogformate suchen, um einen breiten Dialog zu ermöglichen. Ich glaube, dass wir uns davor hüten müssen, schon den menschenähnlichen Roboter neben uns zu sehen. Künstliche Intelligenz als Technik hält Einzug in ganz unterschiedliche Formen von Maschinen. Das können kleine Geräte sein im Gesundheitswesen, das können Roboter sein, die über Sensoren mit Menschen zusammenarbeiten. Wir müssen also fragen in jedem Einsatzgebiet, wo kommt die Technologie zum Einsatz, wie verändert sie das Leben, das Arbeiten der Menschen und wie ändert sich die Zusammenarbeit zwischen den Menschen und der Maschine. Im Servicebereich, im Dienstleistungsbereich können das Mustererkennungen sein, die Routinetätigkeiten damit für den Menschen überflüssig machen. Da brauchen wir neue Qualifikationen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit diesen Maschinen arbeiten, diese gestalten und komplementäre, ergänzende Tätigkeiten übernehmen. Die große Frage ist, ändern diese digitalen Technologien im weitesten Sinne das Arbeitsleben so, dass menschliche Arbeit überflüssig wird? Ich glaube, nein. Menschliche Arbeit wird anders, nie überflüssig, im Zweifel aber anspruchsvoller, herausfordernder. Und diese Herausforderungen müssen wir angehen.